Damen und Herren, ich habe die Ehre, heute im Namen von Opa und Grüßleiter Antiburger Gottesreffen begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Geistlichkeit vom Arbeit, die Hörsemitglieder vom Bund, Kanton und Gemeinde, Korporationsrat vom Arbeit, Innerrat, Vertreter der Zentralwindische Jotterbereinigung, Antiburger Jotterverband, Autor und Bahnbindervereinigung am Antibus, Vertreter der Sportbahnen und der Badeklub Schwitze ist ebenfalls heute anwesend. Auch ganz besondere Grüße auf die Liste an Gründungsmitglieder vom Jotterclub Marwa. Wer es namentlich ist, kann ich das in der Festbüro-Seite 14 anschauen. Ebenfalls ein freundlicher Gruß in der Göttin-Ehrenmitglieder vom Jotterclub Marwa. Auch die sind aufgeführt in der Festbüro-Seite 10. Die Jotterclub Marwa ist stolz, dass sie als jüngster Verein vom Amt Entenburg durch einen folkloristischen Anlass durchführen. Schaffte Ruhe im Hintergrund, bildet eine schöne Kulisse für die große Jotterfamilie vom Amt Entenburg. Die Organisatoren vom Anlass hoffen, dass das Fest an diesen drei Tagen so gut laufen wie die Gründungsgedanken von der Jotter-Vereinigung festgelegt ist. Das ist aber eigentlich die Pflege von der Kameradschaft, die Weitergabe von schönem Jodelsang und prächtige Halbhorn und Büffelklang an das autoristische Publikum vom Amt Entenburg und benachbarten Emmental und von allen Gästen, die heute in Marwach sind. Gestern am Abend haben wir auf Luca einen grossen Unterhaltungsabend im Festsaal von der Königin gehabt. Folgende Informationen haben der Entwickler, Stanzi Jotterbuben, Autorträger Victor Haas, Schweizer Rögli Quartett Schattenbuben von Marwach, der Jotterclub Marwach und als Kooperationsjäger haben wir gehabt und das war auch ein Höhepunkt. Kooperationsjäger und Solojoder Deutsch auf der Kanton Bernsee. Der heutige Tag haben wir mit dem Festkonzertdienst in der Westhütte eröffnet. Freundlicherweise haben uns der Jotterkameraden von Hadli mitgeholfen, die Jottermesslinge vom Heinz Wiedecker. Der Jotterclub Hadli und der Jotterclub Warmach stehen beide zusammen unter der Direktion von Willi Zümer. Nein, die ganze Festhütte ist angekommen und als man gemerkt hat, wie die Leute andächtig sind und mitgemacht haben, hat also sehr ein guter Anfang gefunden, die Jottermesse in der Festhütte. Ich möchte im Danken dem Herrn Pfarrer Lang, aber auch dem Innerrat und dem Pfarrerrat für die spontane Zusage, dass wir den Festkonzertdienst im Festhaus durchführen dürfen. Und jetzt, am 12. Wir können nicht ziemlich gut einhalten, wir sind 15 Tage Lüttere spätig. Im Festkauf hat es am 12. den Wettkampf singen an von allen Jugendclubs. 16 Jugendclubs sind in Marwach vertreten. Und ich hoffe, dass die allen Jugendclubs so gut durchklingen, dass alles 100% rauskommt, damit das ganze Jugendclub, das hier anwesend ist, Freude werden bekommen. Und weiterhin Freude werden wir haben am Jodelstang. Aber auch andere Einladungen am Land. Oh!
Gott!